In fußläufiger Entfernung zum Moviepark Germany befindet sich der Freizeitpark Schlossbeck. Dieser Ende der 60er Jahre eröffnete Park ist eine Art klassischer Nachbar. Hier findet man vielleicht keine hochmodernen Attraktionen, aber dafür ein traditionelles Angebot für Besucher aller Altersklassen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Barockschloss, das Dreh- und Angelpunkt dieses Freizeitparks ist. In unseren heutigen Faktenakten konzentrieren wir uns auf dieses historische Gebäude. Punkt 1. Johann Conrad Schlaun. Das Schloss Beck gehört zum Spätwerk des berühmten westfälischen Barockbaumeisters Johann Conrad Schlaun, der 1695 in Paderborn geboren wurde und 1773 in Münster starb. Eines seiner bekanntesten Bauwerke ist übrigens das Schloss Augustusburg in Brühl. Beim Bau von Schloss Beck war Johann Conrad Schlaun bereits über 70 Jahre alt. Es wurde als Lustschloss gebaut, ähnlich den bei Paris entstandenen Parks mit Attraktionen. Der Bau der Anlage begann im Jahr 1766 und erstreckte sich über viele Jahre. Punkt 2. Familie Kuchenbäcker. Von den Auswirkungen der beiden Weltkriege blieb das Schloss zwar verschont, aber es wurde mehr oder weniger sich selbst überlassen und verfiel mit den Jahren zusehends. Im Jahr 1966 erwarb der am 28. Dezember 2004 verstorbene Karl Kuchenbäcker das Schloss und fing an, es zu restaurieren. Der angrenzende Freizeitpark hatte damals die primäre Funktion, die entsprechenden Kosten zu decken. Das Schloss, das heute unter Denkmalschutz steht, wurde weitgehend in den Originalzustand zurückversetzt. Der Freizeitpark wurde in der Folge von Karl Kuchenbäcker und seiner Frau Renate geführt. Um die Jahrtausendwende herum fand ein fließender Generationswechsel statt. Seitdem sind auch ihre beiden Töchter Carla und Katharina Kuchenbäcker in die Geschäftsleitung involviert. Punkt 3. Beckys Tierwelt. Um diesen Namen zu verstehen, muss man wissen, dass das Schlossgespenst Becky das Maskottchen vom Freizeitpark Schloss Beck ist. Und dieser niedliche Geist kann sich definitiv nicht über eine Unterbeschäftigung oder Unterrepräsentation beschweren, da er quasi allgegenwärtig ist und fast überall im Park namentlich oder gestaltlich auftaucht. Am 26. Dezember 1967 wurde Beckys Tierwelt eröffnet. Hierbei handelt es sich um verschiedene Szenarien, die von zahlreichen Stofftieren bevölkert werden, die vorrangig von der bekannten Firma Steiff geliefert wurden. Ursprünglich waren es dermaßen viele, dass der Freizeitpark Schloss Beck zeitweise über die umfangreichste mechanische Steifftiersammlung überhaupt verfügte. Leider sahen manche Stofftierliebhaber in den dargestellten Szenen lediglich eine Gelegenheit, ihre persönliche Sammlung aufzustocken. Es kam zu Diebstählen und Sachbeschädigungen, was mit der Zeit dazu führte, dass die Firma Steiff keine Ersatzexemplare mehr anfertigen wollte. Aus diesem Grund ist der Bestand mittlerweile sehr stark geschrumpft. Die Firma Hofmann Figuren, die auch für die benachbarte Vogelhochzeit verantwortlich war, hat einige Animatronics nachgeliefert. Zu den damals sehr beliebten Steiffiguren gehörten vor allem Affen, Hasen, Teddybären und der Igel Mackie, der einst zum Maskottchen der Zeitschrift Hör zu wurde und Bestandteil etlicher Filme, Hörspiele und Bücher ist. Punkt 4. Gruselkeller. Wer es lieber unheimlich mag, sollte einen Abstecher in den Gruselkeller machen. Hier zeigt Beckys Verwandtschaft, dass auch schauerliche Bewohner in den Schlossmauern ihr Unwesen treiben. Zu jeder vollen Stunde setzen sich verschiedene Szenen in Bewegung, die der Freizeitpark Schloss Beck in Kooperation mit Hofmann-Figuren entstehen ließ. Den Gästen steht es frei, den Gruselkeller auch außerhalb der Showzeiten zu besuchen, jedoch müssen die Szenen dann individuell per Geldeinwurf aktiviert werden. Thank you.
Punkt 5. Familienachterbahn. Der barocke Baustil macht auch vor so manch anderer Attraktion im Freizeitpark Schloss Beck nicht Halt. Das beste Beispiel hierfür ist der verkleidete Lift der Familienachterbahn. Bei der Achterbahn handelt es sich um einen Tivoli-Coaster von Zira, der im Jahr 1987 eröffnet wurde. Die barocke Verkleidung kam erst im Jahr 2002 dazu und kostete insgesamt 400.000 D-Mark. Eigentlich sollte sie bereits im Jahr 2001 errichtet werden, aber der Brand der Gebirgsbahn aus dem Phantasialand machte diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund verschärfter Brandschutzverordnungen verzögerte sich das Genehmigungsverfahren der Überdachung. Das waren 5 Fakten über das Barockschloss aus dem Freizeitpark Schloss Beck. Man tut diesem Park Unrecht, wenn man ihn als kleinen Bruder vom Moviepark bezeichnet. Denn obwohl die beiden Parks nur einen Katzensprung voneinander entfernt sind, könnten sie sich kaum stärker voneinander unterscheiden. Der Freizeitpark Schloss Beck ist ein hervorragender Familienpark mit einer interessanten wie umfangreichen Historie. Bis zum nächsten Mal, euer Freizeitblog.